Moin Moin und willkommen bei Abkickern. Ich habe wieder einen Spieler aus der Schleswig-Holsteiner Landesliga für euch. Und zwar spielen Wilfried und Fabian Honekamp hier auf der linken Seite gegen Dennis Schmidt und Jan Müller auf der rechten Seite. Wilfried hier mit dem Ball, legt ihn auch direkt durch. Schön Zeit gelassen und geguckt, wo die Lücke ist zum Passen. Hat hier seine erste Chance, tippt einmal auf den Ball und schießt den Abroller auch direkt rein. Stark. Wilfried und Fabian übrigens beim HSV tätig. Beide schon viel Turniererfahrung und Wilfried sogar zweifacher Schleswig-Holsteiner Landesmeister im Einzel. Sein 8-jähriger Sohn, den ihr gerade im Tor seht, hat auch schon richtig viel gekickert und hat richtig was auf dem Kasten. Also der lässt schon so manchen Herren alt aussehen. Großes Talent. Jetzt erstmal der Ausgleich. Jan und Dennis kommen übrigens aus Kappeln und ihre Mannschaft heißt Fanta Bier Plus 2 und die veranstalten auch alle paar Wochen mal ein schönes Dip-Turnier, also mit zufälligen Mitspielern könnt ihr da antreten, jederzeit ein- und aussteigen und das findet irgendwo in Kappeln statt. Ich setze euch mal den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das angucken. Wilfried hier mit der Chance zum 4:1 schon. Wird aber gehalten. Jetzt Dennis mit dem Rausspiel. Ja, Jan versucht einen Schnellschuss aus der Mitte, missglückt aber. Und Wilfried mit der nächsten Chance. Jetzt ein Jet. Ja, und den setzt er an Pfosten. Kriegt den Ball aber auf die 5 und kann nochmal durchlegen. Nee, doch nicht. Wird geblockt. Und wieder der Schussversuch aus der Mitte. Ihr merkt schon, Jan und Dennis noch nicht so viel Turnier- und Vereinserfahrung beim Kickern, sondern eher Kneipenspieler, die den Ball meistens direkt nehmen, sich nicht so viel Zeit lassen. Kann gut gehen. Ist aber natürlich gegen zwei so abgewiefte Profis wie die Honekamp schwierig. Hier seht ihr auch schon von Fabian, der nutzt einen kleinen Stellungsfehler aus und schießt diesen Schieber richtig schön rein. 4:1 jetzt. Ja, Jan weiß sich da nicht so richtig in der Mitte zu helfen. Wird wieder geblockt von Wilfried, der sich den Ball hier zurechtlegt. Wieder zum Abroller. Nee, doch, zum Jet umgegriffen. Lässt sich Zeit und Wert gehalten. Ja, das ärgert ihn. Seine Jets bislang noch nicht so erfolgreich. Die Abroller hat er fast alle reingeschossen mit dem Jet. Ah, ich glaube, da hat er noch keinen getroffen bislang. Sein Mittelfeldpass wird jetzt auch geblockt. Und da kriegt den Ball aber wieder. Ja, und kann jetzt schön durchlegen. Und ja, er versucht wieder den Jet. Er will es jetzt wissen. Ja, und er holt das Spiel. Hier in der Landesliga spielen wir immer zwei Spiele pro Begegnung. Und jedes gewonnene Spiel gibt einen Punkt. Das war jetzt der erste Punkt für den HSV in dieser Doppelpartie. Und jetzt wechseln sie. Jetzt darf Fabian nach vorne und zeigen, was er kann. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, ein abgefälschter Pass rollt jetzt unglücklich ins Tor von den Kappelnern. Aber die lassen sich da gar nichts anmerken. Die spielen einfach ehrgeizig weiter. Jan, den ihr hier vorne links gesehen habt, schon bei den Senioren tätig. Für sein Alter noch unglaublich schnelle Reflexe. Na, Fabian will hier jetten, wird gehalten. Er ärgert sich auch, springt ein bisschen auf und ab, aber kriegt direkt die nächste Chance. Ja, und wird wieder gehalten und dann verspringt ihn noch der Ball. Scheint ein bisschen nervös zu sein. Oder einfach mit dem Kopf bei einer anderen Sache. Ist in dem Alter ja auch manchmal so. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, Wilfried mit einem wunderschönen Pass. Da hätte ich gerne eine Zeitlupe gehabt. Also wirklich schön an der Bande entlang gepasst. Und Fabian fängt den ganz sicher. Legt wieder auf den Jet auf. Sucht die Lücke. Lässt sich diesmal auch mehr Zeit. Aber verreißt den Schuss. Und das gibt die nächste Chance für Kappeln.
Jan kann das Ding aber auch nicht reinmachen. Kriegt aber jetzt die zweite Chance. Und den macht er einfach schnell. Schickes Ding. Wir sehen das hier nochmal. Schöner Pushkick. Mit der äußeren Figur angeschoben und mit der mittleren schräg reingeballert. Ein Tick schneller als Wilfried. Und drin war das Ding. Das ist der Ausgleich. 1:1. Ja, und Jan erobert sich den nächsten Ball auf der Dreierreihe. Spielt ein bisschen im Tick-Tack hin und her. Versucht wieder aufs lange Eck von sich aus zu kommen. Wird aber diesmal gehalten. Also Wilfried hat da sich gut gemerkt, was er zuletzt gemacht hat und macht das Ding zu. Und schießt jetzt sogar noch ein Tor von hinten. Ein bisschen abgefälscht, aber richtig schön schnell einen Abroller rausgehauen und wurde belohnt für seine Mühen. Ja, der Schussversuch aus der Mitte von Jan, nicht ganz erfolgreich. Und Wilfried wieder mit dem Ball hinten, spielt wieder den Pass. Diesmal kann ihn Fabian aber nicht fangen. Spiel wird ein bisschen wilder. Wieder der Schussversuch aus der Mitte und noch einer. Aber Fabian macht das richtig gut mit der Deckung und erobert sich den nächsten Ball. Mal schauen, ob er mal langsam einen treffen kann. Wieder die Jet-Auflage. Die Ecken sehen offen aus im Tor. Ja, aber kommt nicht ganz in die Ecke. Er wird auf drei Viertel gehalten. Oh, und ein schönes Tor von Dennis von hinten. Ganz einfach kurz reingeschossen. Nicht schlecht. 2:2. So, und Fabian kann wieder durchlegen. Jetzt langsam. Ich glaube, es ist die vierte Chance, die er schon hat, seit er vorne spielt. Jetzt muss er mal einen treffen. Ja, legt sich den Ball zurück. Ihr seht auch, er knickt das Handgelenk ziemlich weit ein. Das machen viele Jet-Schützen aus Amerika, die ich kenne, zum Beispiel Spreaderman. Die haben auch mal diese Handhaltung, dass sie die Hand richtig weit um den Griff rumliegen beim Jetten. Gibt auch einige Deutsche, die das so spielen. Ja, und wieder der schnelle Konter von Jan. Also diese schnellen Bälle, das ist ein Ding. Und das war die Führung. Kann der Außenseiter hier tatsächlich ein Spiel holen? Es sieht fast so aus. Also im Moment ist der Spielfluss der Honekamps unterbrochen. Fabian trifft vorne einfach nicht. Und Kappeln baut weiter Druck auf. Ja, und wieder vergeben. Ich glaube, das war schon der 5. oder 6. jetzt. Und irgendwie kriegen die Kappeln da meistens die Bälle nach vorne. Mal schauen, was Wilfried jetzt macht. Hat der schon sein Tor von hinten? Ja, und jetzt ein glückliches noch dazu. 3:3. Gucken, ob Jan wieder was aus der Mitte hier versucht. Nee, er versucht einfach schräg durchzupassen. Wird aber geblockt von Fabian. Jetzt auf der anderen Seite durchlegt. Ja, er kann beide Seiten passen. Also ein großes Talent, dieser Junge. Und lässt sich auch die nötige Zeit. Wird aber wieder gehalten. Direkt die nächste Chance. Eieieiei. Bald sind wir bei den Versuchen zweistellig. Also er kriegt die Murmel einfach nicht reingeschossen im Moment. Schießt jetzt links lang. Oh. Und der wird geblockt und geht dann übers Mittelfeld direkt ins eigene Tor, befördert ihn Jan weiter. Das ging nach hinten los. Und das ist 4:3. Das ist der Matchball für Kappeln jetzt. Wenn der reingeht, holt Kappeln den zweiten Satz. Ja, und es wird das 4:4. Wilfried macht das Ding von hinten. Schöner Abroller. Sicher lang reingeballert. Wie er sie auf der 3 auch geschossen hat, die Dinger, die reingingen. 4:4. Jetzt sind wir in der Verlängerung. 5:4 kann man nicht mehr gewinnen. Man muss mindestens 2 Tore Vorsprung haben. Ja, und wieder dieser schnelle Versuch, den hat er schon ein paar Mal gemacht. Aber den hat Wilfried jetzt auf der Rechnung. Damit wird er nicht mehr viel Erfolg haben. Der Passversuch von Wilfried, geblockt. Und jetzt so ein kurzer von Jan, der aber auch gehalten wird. Ja, und wieder dieser schicke Pass, leider nicht gefangen von Fabian.
Und diesmal wurde der Pass leicht abgefälscht, glaube ich, deswegen kam er nicht an. Ja, ein schöner Push-Kick von Dennis hinten raus. Oh, und Wilfried verliert einen Ball. Das ist ungewöhnlich. Normal sehr sicher. Und dann rollt noch einer rein. Wieder die Führung für Kappeln. Wenn die Jungs von Fanta Bier Plus 2 jetzt noch ein Ding machen, dann gewinnen sie das Spiel. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob da gerade ein Foul im Spiel war, aber es reklamiert niemand. Als Fabian da seinen Ball fangen wollte, kam doch ein ziemlich starker Schlag. Und er hat den Ball verloren. Ich glaube, es war ein Foul. Aber es sagt keiner was. Das Spiel läuft weiter. Eine sehr wichtige Situation. Wilfried darf jetzt keinen Fehler machen und macht er auch nicht. Er schießt das nächste Tor von hinten. Wieder genau wie gerade. Also Dennis steht da ganz gut in der Abwehr, macht die kurze Ecke. Aber was Jan da in der Mitte und vorne macht, er wackelt die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Und Wilfried durchschaut da einfach das Timing und schießt dann durch die Lücke lang rein. Da müssen sich die beiden auf jeden Fall noch ein bisschen besser aufstellen. Ja, und wieder dieser grandiose Pass. Wir sehen ihn jetzt mal in der Zeitlupe. Richtig schick. Da kann man als Stürmer kaum noch was falsch machen. Der klemmt unter der Figur. Man hat ihn sofort. Und Fabian. Wichtiger Ball. Und trifft ihn nicht. Also da ist immer noch der Wurm drin bei Fabian. Eine ganz schlechte Quote auf der 3. Ich glaube, er hat noch keinen Ball geschossen. Er kann es deutlich besser. Ich habe das heute schon gesehen. Aber er ist nervös. Und das ist auch verständlich. Ist ein wichtiges Spiel. Der Vater mit am Tisch. Aber schlau. Er nimmt das Timeout. Richtig kluges Timeout. Geht sich jetzt mit seinem Vater im Nebenraum besprechen. Ja. Und Dennis und Jan. Beide noch gute Laune. Schön. Richtig, richtig knappes Spiel. Und sogar ein Türsteher haben die Honecamps da. Nee, das ist natürlich auch nur ein Spieler von Kappeln mit der roten Käppi. Und ein paar Leute von dem HSV stehen natürlich auch am Tisch. Feuern ihre beiden Helden an. Mal schauen, ob die Worte von Wilfried an seinen Sohn was gebracht haben. Da sind sie auch schon wieder am Tisch. Weiter geht's. Ja, Fabian schießt weiterhin den Jet hier. Und reißt schnell in die Ecke ab und trifft diesmal auch. Er hat, glaube ich, jetzt 10 Chancen vergeben. Und nach diesem Timeout schießt er sofort den ersten Ball. Also das scheinen gute Worte gewesen zu sein, die Wilfried da im Timeout gefunden hat. Jetzt die 6:5 Führung für den HSV. Wirklich beachtlich. Also Wilfried hat hier schon 5 Tore von hinten geschossen. Jetzt endlich das 6. von seinem Sohn Fabian vorne, nachdem das Timeout scheinbar eine deutliche Steigerung seiner Konzentration hervorgerufen hat. Wow, und jetzt so eine Rakete von Kappeln mit dem kurzen am Pfosten reingeschossen. Der Ball war so knapp, das sah schon zu aus in der Ecke. Also das muss wirklich eine Millisekunde nur gewesen sein, die da Wilfried fehlte, den Ball zu halten. Also wirklich ein ganz knappes Ding. Richtig schön von Jan. Ja, Jan da ziemlich grob auf seiner Fünferreihe unterwegs, schlägt auch öfter mal an. Ich weiß nicht, ob deswegen eventuell Fabian auch schon der ein oder andere Ball versprungen ist. Mal weiter im Auge behalten. Muss natürlich dazu sagen, die Kappelner noch nicht lange beim Turniertischfußball dabei. Ja, und jetzt kommt's auch. Es kam wieder so ein kräftiger Schlag in der Mitte. Und eigentlich muss der Ball jetzt auf die Dreierreihe gehen von Fabian, weil ihm der Ball weggeschlagen wurde. Ja, jetzt noch ein Zuschauer, der mit einbezogen wird und der auch sagt, der Ball soll auf die Dreierreihe. Ja, alles gut. Die Kappelner haben das natürlich nicht absichtlich gemacht. Die wussten es einfach nicht. Beziehungsweise im Eifer des Gefechts passiert sowas manchmal. Und jetzt bekommt Fabian den Ball zurück auf die Dreierreihe. Mal schauen, ob er den nächsten Ball jetzt auch verwandeln kann. Ja, gleiche Ecke wieder. Sauber geschossen, mit Pfosten rein. Viel besser geht das nicht. Seit dem Timeout schießt er 100%, vor dem Timeout 0%. Da sieht man mal wieder, wie wichtig die Psyche beim Kickern ist.
ganz schwer für Kappeln jetzt wieder reinzufinden im Spiel, nachdem Fabian trifft. Aber sie machen das wichtige Ding und jetzt steht es 7-7. Der nächste Ball entscheidet das Spiel. Kann der Außenseiter es noch schaffen? Oder ist Fabian jetzt zu stark nach dem Timeout? Er hat hier die Chance auszumachen und er nimmt das nächste Timeout und geht nach hinten. Ja, okay. Also diese Verantwortung will er sich jetzt nicht aufbinden lassen und lässt dann doch nochmal den starken Papi ran. Mal schauen. Eigentlich hat er nach dem Timeout wirklich die beiden Chancen, die er hatte, auch verwandelt. Also 100% geschossen. Aber Wilfried natürlich mehr Erfahrung. Legt hier zum Jet auf. Ha! Trifft den Satzball aber nicht. Wird gehalten. Ball bleibt aber im Besitz von Team Honekamp. Fabian lässt sich hier viel Zeit und guckt. Versucht lang aufs Tor zu schieben den Ball. Wird aber geblockt. Guckt wieder. Ja, und ein schicker gerader Pass, den Wilfried auch souverän fängt. Die nächste Chance, das Spiel hier auszumachen. Diesmal der sichere Abroller. Ja, und den schießt er auch lang rein. Mit Pfosten sogar. Schickes Ding. Glückwunsch an die Gewinner und auch an die fairen und richtig stark spielenden Verlierer hier aus Kappeln, die hier heute zum ersten Mal bei der Schleswig-Holstein-Liga dabei sind und sich wirklich wacker geschlagen haben. Die Links zur HSV-Tischfußballabteilung, zum Draw-Your-Partner-Turnier in Kappeln und alles weitere setze ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Und wenn euch das heutige kommentierte Spiel gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Abkickern.